zu einer weiteren Folge auf Karte Führung. Unsere Abfahrer haben heute ein paar Probleme. Deutz und Fendt vertragen sich nicht so. Na, wo ist er nun? So, noch zu voll hier. Ich kann auch durchdrehen den Reifen, du. Gibt's doch gar nicht. Wieso muss er jetzt unbedingt da was vordrängen? Ich bin noch gar nicht dran, ne? Immer der Reihe nach. Hinten anstellen, das ist die Devise hier. So gleich volle Krone mit dem Fendt. Ein bisschen dabei bleiben. So uns. Ein bisschen mehr in der Mitte. Jetzt kommt so die schwierige Phase in Anführungszeichen, wo so im Prinzip alle immer kürzere Wendemanöver kommen. Und da wird es eh schwierig. Da werden wir dann den K700 Platz machen, damit wir tiefer durchfahren können. Dann lassen wir kurz warten. Jetzt fahren wir lieber jetzt selber hier. Weil im Grunde, es kriegen die nicht in den Griff, dass die Abfahrer das Prinzip, die, der kann ja gar nicht wenden im Prinzip, weil er am verkehrten Ende ist, also das ist leider Wahnsinn. Und jetzt hat er schon Probleme. Da wo ich es hin will, da stellt er sich jetzt quer. Sieht es doch gar nicht. Muss ich mal eine Schlaufe machen hier, dass er rumfährt hier. Das ist so einfach. Mit der hier. Mit den jungen Pferde hier. Bei Ballen pressen halt einfacher, ne? Und da ist es nicht dramatisch. Wo daher die Gefahr auch da ist, dass die Ballen wegrollen, ne? Das ist genau da, wo ich jetzt sagte, steckt fest. Denn jetzt funktioniert das, weil jetzt kann er ja im Prinzip rechts folgen. Ne? Er müsste man nur auf der freien Seite bleiben. Was macht er? Ups, nächste rüber. Und das verstehe ich nicht. Obwohl das hier automatisch ist normalerweise. Bei rechts. Aktuell ist er automatisch links.
fängt mal links rüber. Und dessen machen wir hier mal kurz Platz. Müssen wir halt mal jetzt in Kauf nehmen, dass wir den Berg nicht rüberkommen. Gut. Hier müssen wir hier ein bisschen dabei sein. Ups. Wieder da. Obwohl das jetzt die neue Version ist von Courseplay 357. Ja. Aber nichts ist vollkommen. Ja, jetzt wieder links. Ne? Müsste ja plötzlich jetzt wechseln normalerweise. Na gut. Oh, schon nicht so da. Aber ist ja nicht mehr viel, das machen wir uns über alleine jetzt hier. Da. Dann neigt sich unser Mais-Ex schon dem Ende entgegen. Ich glaube, 2 Tage im Spiel mit Kurzunterbrechung, bedingt durch Ernte von Hafer und Weizen. Und durch den Regen im Prinzip das Ganze unterbrochen, die Weizenernte oder die Gersteernte. Sonst hätten wir erstmal die Gerste oder Dach im Fach gebracht. Ja, das ist so schwierig, weil er kann ja da nicht wenden. Das ist ja da muss ja was passieren, ne? Und er kann nicht so wenden wie der Klaas hat nicht einen Wenderadius wie der Traktor. Und dadurch ist das Probleme vorprogrammiert. Und durch die kurzen Intervalle, wo er wenden muss, ist er jetzt im Prinzip das Chaos vorprogrammiert. Bei langen Strecken ist er nicht so zu merken. Also wenn wir ein Feld nehmen, was mehr quadratisch ist, also mehr rechteckig. Jetzt kann er wenden, jetzt geht das. Hat er rechts frei, geht's. Aber jetzt fährt er wieder auf links und auf links kommt die nächste Frucht. Dann müsste ich höchstens mal Kreis fahren, also immer auf, ja, mehr Vorgewende macht. War doch das Problem jetzt am Schluss nachher, ne? Also wie jetzt. Also im Prinzip die Felder mit extrem natürlicher Form dann ungeeignet dafür. Für Courseplay. Durchdrehende Reifen? Naja, ist ja vielleicht. Hat er sich festgefahren, der Trottel? Oder steht er hier? Ja, das kann bald nicht sein. Oh. Den Rest machen wir jetzt fertig. Wie gesagt, das ist mit dem Wenderadius ist nicht identisch, ne? Und dann gibt es Probleme. Na, wo ist der nächste?
Also dich dran, um ein bisschen manuell weiter wegstellen. Probleme. Ja, das funktioniert dann nicht, ne? Wenn die abkippen, und dann ist es nicht über. Das ist schon mal leer. Der nächste durchdrehende Reifen. Wenn wir verteilen. Wenn die anderen warten. Kann ich alles einmal machen, ne? Nur einen am anderen. Sei ja, die Berge zaubern, dann ist vorbei. So, jetzt zu dir. Rückwärts fahren, Junge, rückwärts, nicht vorwärts. Jetzt auch schnell weg. So, würde ich hier vorne abkippen, ne? So. Ja, nächsten vier stehen. Drei. Oh, den Rest schaffen wir auch noch. So, was ist los hier? Der Abfahrer steht, tut nichts. Die anderen unbedingt schieben ohne Ende. Gibt's gar nicht. Die letzten Meter machen noch Schwierigkeiten. Das ist nichts Neues, ne? Oh.
So, trocken ist noch nichts. Geht's mal in die Richtung. Ja, das hat sich da normalerweise. Völlig voll. Ich kann nicht links fahren, da steht. Im Grunde müssten die hinterher fahren normalerweise, dann wäre es besser. Dann soll ich jetzt links fahren, wenn er genau da der da steht. Na gut. Musst du glatt weg größer Raum holen, ne? Ja, zum Glück ist fertig. Machen Sie nur noch zu. Schiebt er mich? Gibt's nicht. Keine Chance. Der schiebt mich vorwärts. Ich komm da nicht weg. Das kann nicht wahr sein. Die drei Zipfel noch hier abernten und dann ist fertig, aber wir noch laut zuvor hier. Er muss ja die Fahrzeuge nicht richtig erkennen, das kann man sich nicht vorstellen. So, jetzt trinkst du dich mal aus, jetzt fahr rückwärts. So, erledigt. Los, den Rest da rein. Gut. Und wegschicken. So, Abfahrer beschleunigen lassen. Kurs löschen. Geräte jetzt abgeben, und zwar den Häcksler. Geben wir ab. Garage. Gemietete Fahrzeuge. Den zurückgeben. Und dann Maus. So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal Tschüss und Winke, ciao, ciao. Und hört und sieht sich jetzt vielleicht zur nächsten Folge. Tschüss.